So, da bin ich wieder, euer Bioschmied oder eure Biotiker. Mit Valheim. Jawohl. Ich habe jetzt das Haus hier mal so ein bisschen erweitert nach hinten. Da müssen noch ein paar Kreuze rein, also dass das auch richtige Fenster sind. Und jetzt sieht man schon, dass die Welle hier ganz schön nah rankommt, ne? Also sollte nach Möglichkeit nicht ins Haus reinkommen. Jetzt machen wir das mal eben hier. Sonst müssen wir alles nochmal abreißen, weil der Monk spinnt dann rum, ne? Und so. Und so. Und so. Könnten wir eigentlich nach vorne hin auch noch oder zum Wasser hin auch noch mal ein Fenster machen, dass wir das besser sehen können dann. Eigentlich hier so. Ne? Und dann könnten wir das oben eigentlich zumachen. So. Eigentlich müsste das reichen von der Höhe her, ne? Aber manchmal bleibe ich da auch so ein bisschen hängen. Deswegen nervt mich das immer so ein bisschen. Jetzt liegt da oben schon wieder Holz drauf. Das können wir uns wegschnappen. Und wir müssen nochmal aufs Dach. Also, weil das mit dem Schornstein, das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Deswegen machen wir uns hier nochmal eine Leiter hoch. Hallo? Die kann wieder weg. Und jetzt müssen wir das doch nochmal anders machen. Auch das eine Dachstück, das hatte ich auch noch nicht ersetzt, weil es dann auf einmal angefangen hat zu regnen. Dann können wir das auch gleich nochmal tun. Coolerweise, oder cool wäre es halt, wenn. Ja, man könnte es auch so machen, oder? Warte. So. Aber dann weiß ich halt nicht, ob es reinregnet, ne? Deswegen mache ich das lieber so. Mit dem. Nein, mit dem Teil. Sieht ein bisschen kirchenmäßiger aus. Da unten war doch gerade schon wieder jemand. Hallo. Und wir können wieder. Felle farmen. Weil wir brauchen ja immer noch die Rüstung. Oder zumindest wäre es gut, wenn wir die Rüstung hätten. So, ne? Ich habe dann hier drumherum auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gemacht. Weiß ich gar nicht mehr genau. Drumherum einfach nochmal ein bisschen freigekehrt. Dass das Gras nicht in die Hütte wächst. Ja, da ist immer noch ein bisschen was. Mal gucken, ob wir da rankommen irgendwie. Ja, das ist Ebenen halt, ne? Man könnte hier auch befestigen nehmen. Dann könnte man das, glaube ich, besser. Ja, dann könnte man nur das Gras wegmachen. Genau, und dann würde das Gebäude, das Gebiet halt nicht absenken. So, ne? Genau, ja. Kann man natürlich auch noch nach unten ziehen, aber ich habe noch andere Sachen vor. Also die Hütte wird mit Sicherheit noch ein paar Mal umgebaut. Die nächste ist aber weit auf Land. Dann erhöhen wir mal unseren Bogenskill. Ja, das klappt auch nicht jedes Mal. Wir könnten ja mal jetzt einfach rein theoretisch den Boss einfach probieren.
Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt egal, dann machen wir es halt beim nächsten Mal. Ich habe zwar jetzt nicht so wirklich, ja gut, Heiltränke und so hat man ja am Anfang sowieso noch nicht. Aber das können wir eigentlich mal machen, oder? Dann machen wir das jetzt mal. Gib mir das Holz, danke. Dann sortieren wir ein. Ja, ist immer ganz gut, wenn man ein Fenster hat, ne? Ich kam mir jetzt gerade so vor. Ne, warte mal, wir müssen ja noch ein paar Pfeile machen. Aber ich glaube, wir können auch Feuersteinpfeile machen jetzt schon. Warte mal. Feuersteinpfeile. Hier, guck mal, sogar brennende Pfeile. Wir haben jetzt noch nicht so viele Federn, aber ja gut. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, der macht 8 bis 16 Stechen. Und der Feuerpfeil macht 6 bis 13. Dann machen wir doch lieber die Feuersteinpfeile, oder? 8 bis 16 ist doch besser als... Klar, der brennt dann nochmal ein bisschen. Ah ne, 3 bis 7 sogar nur. Dann machen wir die Feuersteinpfeile. Dann gucken wir mal, wie viel... Ja, nur ein Feuerstein. Lol. Okay, dann lassen wir das. Dann machen wir normale Pfeile. Und kriegen den hoffentlich auch kaputt. Machen wir mal so 200. Aber lass uns 203 machen. So nämlich. Ach, Herr Schmied, ey. Weil den machen wir eh nur auf Range fertig. Also so wie ich das zumindest, ja klar, wir haben zu zweit gespielt, da ist natürlich einer tankt und der andere schießt halt drauf. Aber dann übergehen wir halt das ganze Lederrüstungsset. Außer das, was wir jetzt schon anhaben, nämlich diese Tunika hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los, oder? Wir brauchen auf jeden Fall diese... das kann auch schon mal rein. Das Holz kam hier rein. Steine kamen da rein. Und das rohe Fleisch brauchen wir jetzt auch nicht. Das können wir hier nochmal schnell mit reinstecken. Und wir haben eigentlich vom Gewicht her auch viel zu viel anderes Fleisch dabei, aber das ist jetzt egal. Das lassen wir jetzt. So, machen wir hier schön zu. Und dann gehen wir mal los zu Aiktir. Und dann, warte mal, wir haben die Trophäen vergessen. Wir brauchen ja davon die Trophäen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar mehr brauchen. Aber ich bin der Meinung, dass man alleine, wenn man alleine spielt, nur drei braucht. So, dann müssen wir noch mal schnell was futtern hier, weil sonst geht die Ausdauer wieder in den Keller. Nehmen wir hier auf dem Weg dahin noch mal ein paar Beeren mit. Cool wäre natürlich, wenn wir noch mal Pilze finden würden. Wollte nicht nass werden. Okay, sehr gut. Hallo, lass mich doch mal hier hoch. Da unten ist noch eine Nixe, die ignorieren wir jetzt mal. Weil dann schleppen wir wieder so viel Zeugs im Inventar rum, was eigentlich gar nicht so geil ist. Hier sollen wir das machen. Okay. Na gut. So, dann sind wir schon an Tag 7. Und hier ist natürlich... Das ist aber ganz schön doll. Ja, aua. Müssen wir jetzt halt mal die Steine so ein bisschen als Schutz auch nehmen.
Aua. Ah, schön in den Stein reingeschossen, geil. Okay, so viel Schaden macht das jetzt nicht irgendwie. Geht eigentlich, ne? Ja, mach mal ein paar Bäume kaputt, dass wir hier auch ein bisschen Platz kriegen. Sieht doch ganz gut aus eigentlich. Solche Typen kann ich hier nicht gebrauchen gerade. Aua. Na gut. Ausdauer ist es halt immer, ne? Ja, man hätte vielleicht den Bogen nochmal upgraden können. Treffer. Ja, manchmal ist das echt, da schießt man zwischen dem Geweih durch. Also das ist echt kurios, wie das manchmal funktioniert. Aber ich habe ihn getroffen, er mich aber auch. Schön in den Felsen rein, jawohl. Ich muss höher zielen immer. Wieder getroffen, sehr gut. Wieder getroffen. Wieder getroffen. Sehr schön. Dann können wir mal ein bisschen wegsprinten hier. Joa, der dauert ganz schön lange, der Kampf, ne? Oh yeah.
Mein Bogen ist kaputt. Oh nein. Jetzt muss ich ihn so. Na gut. Ich muss jetzt einfach drauf anlegen. Ansonsten muss ich mich nochmal ein bisschen zurückziehen. Ich hätte mir ein Schild machen können, ja. Ich weiß. Das ist ja nicht mehr viel. Da ist er down. Down ist er. Down, 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 down. Gib's mir. Jawohl. Was haben wir denn eingesammelt hier? Einmal die Trophäe und... diese Dinger hier, da können wir uns, glaube ich, dann mal eine neue Spitzhacke draus machen, ne? Hier ist ein Pilz, sehe ich gerade. So, dann gehen wir mal zurück nach Hause. Da müssen wir mal in Düsterwald, glaube ich, als nächstes. Was war das? Wildschwein. Ach, guck mal, der Rabe hier. Kehre mit deinem Wächtertrophäe zu den Opfersteinen zurück und bring den Göttern ein Opfer, damit diese dir wohlgesonnen sind. Ja, machen wir. Aber erstmal gehen wir hier zurück und das machen wir auch gleich noch. Das wird da hinten ja irgendwo sein. Da, wo unsere erste Hütte war, ne? So, und dann können wir uns gleich weiterentwickeln. Da könnten wir eigentlich gleich mal, da ich ja alleine spiele, gleich mehrere Spitzhacken hier machen. Geweihspitzhacke. Wir machen erstmal nur zwei, so. Und stecken die dann hier erstmal rein mit in die Kisten. So. Wo ist mein Leder? Wo ist mein Leder? Da. So, dann reparieren wir nochmal. Und dann können wir, glaube ich, schon wieder schlafen, oder? Ja, dann machen wir das am nächsten Tag bei Helligkeit. Genau. Wobei das im Dunkeln, glaube ich, noch ein bisschen besser kommt. Aber ist egal jetzt. Wir lassen das so. Was willst du denn schon wieder hier? Der Düsterwald ist äußerst reich an Mineralien. Sein Boden birgt Kupfer und am Strand des Ozeans findest du Zinnvorkommen. Und nun geh und beanspruche die Rohstoffe der Erde für deine Zwecke. Mach ich. Aber wo schickt er mich hin? Nirgends, muss ich selber finden, ne? Guck mal, hier sind noch zwei Schweine. Ja. Dann gehen wir mal dahin, wo wir hin müssen.
nämlich dort oben. Ach, an Eiktür vorbei, okay. Weiß nicht, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob man den öfter beschwören kann? Ja. Das weiß ich nämlich nicht so genau. Man könnte es natürlich auch ausprobieren. Aber warum sollte ich es jetzt ausprobieren, wenn ich es denn schon geschafft habe? Ja. Da ist hier noch ein Steinhäuschen hier, gucke mal. So würde ich auch ganz gerne bauen können. Nein, Spaß. Wozu? Holz ist doch viel besser. Ist doch viel stabiler. Und wie soll man die Zwischenräume füllen können bei solchen... Naja, natürlich mit Lehm, ne? Ist klar. Aber Lehm haben wir ja hier nicht. Wüsste ich jedenfalls nicht. Wie gesagt, wir sind ja erst bei dem... wir suchen jetzt aktuell gerade den Eis... Ich weiß nicht, ist das ein Drachen oder was da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall suchen wir Silber, auf jeden Fall. Das ist so... Ja. Weiß jemand, wo muss ich denn hier hin? Muss ich den hier nehmen oder kann ich jeden beliebigen nehmen? Nee. Aha, hier ist er. So, jetzt gib mir Kraft, komm, gib mir Kraft. Gib's mir. Na toll. Dir wurde die Kraft von Eiktür gewährt. Verwende sie, wenn du sie brauchst. Dein nächstes Ziel befindet sich im Dunkelwald. Begib dich dorthin, erkunde das Gebiet und birg die dort befindlich verlorenen Schätze und Rohstoffe. Der Uralte erwartet dich. Jetzt flieg mal weg. Ich will mir nochmal einen vernünftigen Screenshot machen. Ach toll, jetzt ist da so eine blöde Anzeige. So, das sieht doch ganz cool aus. Bei Nacht würde das wahrscheinlich noch besser kommen. Activated. So, damit können wir jetzt für 5 Minuten, also dann ist die Regeneration irgendwie oder beziehungsweise verbraucht halt nicht so viel Ausdauer, ne? Und ich weiß nicht, ob ab jetzt diese Angriffe dann auch stattfinden von denen. Das weiß ich nicht. Oder kommt das nur im schweren Modus? Ich weiß es wirklich nicht. Also mich hat noch keine Horde angegriffen hier. So, ab nach Hause. Natürlich jetzt ein ganz schöner Weg von da aus bis dahin, aber wir müssen da ja nur 7-mal hinlaufen, beziehungsweise jetzt nur noch 6-mal. Scheiße, da war ein Reh, das hat uns gesehen. Wobei, das brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr. Sagte er und knüppelte es nieder. Weiß nicht, vielleicht brauchen wir das später noch für irgendwelche Waffen oder so. Das Fell. Aber wir können das ja alles lagern. Wir haben ja genügend Lagerplatz, von daher passt das ja. So, dann würde ich vielleicht sagen, dass wir als nächstes mal so einen Wall bauen, um unsere Basis zu schützen. So ein, hä? Hier dieses sowas, Palisadenwall. Dann können wir auch noch so Doppeltüren machen. Was ist denn jetzt los hier? Ja, du bist mein Fleisch. Lieferant, wollte ich sagen, so.
ich gerade Pilze gesehen da hinten? Ja. Hier ist auch noch ein Feuerstein. Ja, ja, komm. Und ja, man kann auch Schweine zähmen. Will ich aber hier gar nicht machen, weil ich habe festgestellt, dass sich das gar nicht lohnt. Ja, du kannst so viel schneller irgendwelche Tiere töten, um an Fleisch zu kommen. Das macht überhaupt keinen Sinn, sich jetzt eine Scheune zu bauen. Wir können das machen, ja. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das machen soll. So ein Schweinestall. Aber wir brauchen die nicht unbedingt. Also klar, wenn die jetzt, wenn der Schweinestall mal voll sein sollte, dann kann man da einmal durchgehen mit dem Metzgermesser und das alles. Aber sonst kannst du das hier, das Fleisch auch so viel schneller braten. Okay, da geht das nicht. Herstellung, das. Wahrscheinlich so. Sag ich doch. Hatte ich nicht noch mehr? Eins hatte ich noch. Okay. Steht auch nicht ganz unten, ne? Das Feuer steht auch nicht ganz unten. Ja, weil ich glaube, ich da noch mal was weggenommen habe. Guck mal, wir haben ja noch zwei Feuer, zwei Fleisch, ja. Das würde ich hier rausnehmen gerne. Dann können wir das da mit reinfeuern und da unten können wir dann das Fleisch reintun. Ich schleppe immer ganz gerne drei nur mit mir rum. Einfach aus, auch aus Gewichtsgründen. Ja, jetzt habe ich wieder welche aufgenommen, klar. Und das Obst tue ich dann hier oben rein, beziehungsweise die Pilze und den Honig. Dass das auch so ein bisschen sortiert hier ist und nicht alles so querbeet durcheinander ist. Das mag ich nämlich nicht so gerne. Weil dann findet man nicht das, was man braucht oder was man sucht. Und ja, gut. Okay, ja. Das können wir nochmal stacken. So. Ich würde sagen, wir machen heute mal wieder Feierabend. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Bioschmied. Bye, bye.